Zugzwang, dem großen Schachturnier, das gestern gestartet ist, an meiner Seite Jan Gustafsson. Eigentlich bin ich an seiner Seite, so muss man sagen. Er ist der Großmeister. Dankeschön, Dankeschön. So haben wir es besprochen. Wenn es 1-1 steht, dann geht's in den Stichkampf oder Armageddon in Schachsprache. Heißt das wirklich Armageddon in der Schachsprache? Heißt wirklich so. Heißt es wirklich wird so. Ein bisschen, als ob ihr was überkompensiert in eurer Schachbranche. Weil es ist eher so ein ruhiges, langweiliges Spiel. Und dann hat einer gedacht, so, oh, wir brauchen jetzt für die dritte Partie, warum nennen wir es nicht Armageddon? Und dann so, ja, okay, cool, beruhig dich. Alle Bauernweisheit, die Springer erst, die Läufer dann. So fängt man die Entwicklung an. Das ist auch die einzige Schachregel, die ich kenne. Erst wie? Die Springer erst? Die Springer erst, die Läufer dann. So fängt man die Entwicklung an. Ah. Reimt sich, sollte also stimmen. Das ist so der Höhepunkt der Aufregung im Schach. Er zieht einen Bauern vor dem gegnerischen König vor. Spannender wär's nicht. Leute, ihr habt jetzt alles gesehen, was die Schachwelt bieten hat. Ne? Der Läufer konnte zurückschlagen. Und das ist eine sogenannte Tschüss-Springer-Situation. Aber gut, während hier der Todeskampf des Königs weitergeht. Was hast du sonst so erlebt die letzten Jahre? Also, aufgewachsen auf einer kleinen Farm im Norden von Tallahassee. Ja, ja, ja. Nochmal ganz kurz zu den Regeln. Es werden immer zwei Partien gespielt. Und wenn danach einer 2-0 oder 1,5-1,5 gewonnen hat, ist vorbei. Sonst gibt's Armageddon mit Bruce Willis. Als Strafe muss Armageddon angeguckt werden. So der erste Film, glaube ich, wo Bruce Willis weint. Das ist doch das Kino Plus. Persönlich war das ein schwerer Schlag, dass Bruce Willis überhaupt in der Lage ist zu weinen, sowohl als Schauspieler als auch als Filmfigur. Also ja, ich werde viel am Labern sein auf Chess24 Tage. Kommt vorbei. Aber das kann ich wirklich empfehlen. Guckt es euch an. Ihr kriegt auch direkt zum Beispiel, ich habe auch direkt einen Vorschlag für ein Tutorial gekriegt, nachdem ich so kläglich gescheitert bin. Hat der Algorithmus von Chess24 direkt mir ein Video vorgeschlagen, und zwar von Ape Crime. Hat gesagt, guck dir das doch einfach an oder lock dich wieder aus. Geh bitte. Hat gesagt, niemand, dass du hier was. Aber ich bin mir nicht sicher, ob Tobi die Situation genauso analysiert wie du gerade. Ich glaube schon. Ist doch genau sein Ding hier. Spielverlagerung, ne? Das wäre mir mal vorgeworfen. Ich tue so, als würde ich Schach kommentieren, rede dann über irgendwas den ganzen Tag. Was auch stimmt. Ist schon okay. Wir sehen auch anhand der Zeit, dass Tobi mehr nachdenkt als Flo. Kann man das so sagen? Vielleicht denkt er auch nur langsamer nach. Aber ein Turm alleine macht noch keinen Sommer, sagt man, glaube ich. Man will den König nicht mal setzen. Miles TV 1 frei ist daneben Eddie ein Master. Großmaster. Großmaster. Wie wird man das? Du hast es bestimmt schon mal erklärt, aber erklär es nochmal. Wie wird man Großmeister? Ist es einfach ab einem gewissen Elo, bist du Großmeister oder was? Ja, also es geht viel nach Aussehen. Hast du Visitenkarten, wo Großmeister draufsteht? Lass mich gucken, ich befürchte, ja. Das ist geil. Das ist so ein geiler Titel, Großmeister. Ich will auch Großmeister sein in irgendwas. Zeig. Hier, Grandmaster, steht drauf. Grandmaster sogar. Ich mach hier, ich verdeck das. Alles gut. Man kann es nicht. Wir haben keine Möglichkeit, dass ihr das sehen könnt. So weit weg. Aber es steht Grandmaster, könnt ihr mir glauben. Stellst du dich dann auch, wenn du irgendwie, weiß ich nicht, früher, wenn du gedatet hast oder so, hi, ich bin Jan, ich bin übrigens Grandmaster. Kannst mich Grandmaster, Jan? Nee, das ist ja so ein bisschen das Problem, was du anfangs auch schon sagtest, mit dem Schach-Image-Problem. Ja. Dass wir uns ja eher dafür schämen, dass wir Brettspiel-Nerds sind. Du musst nicht ja nicht dafür, sagen, was du Grandmaster bist. Ich habe mal den Film ausgeliehen, The Grandmaster. Ich dachte, das ist ein cooler Schachfilm. Es war ein Kung-Fu, so Wing Chun-Film. Großteil meiner sozialen Kontakte spielen auch in der Schachszene. Die wissen das auch und verbeugen sich dann auch dementsprechend, wenn ich vorbeigehe und so. Oh ne, was jetzt passiert? Ey, dass ich mir die Dame so wegnehme. Er hat die Dame verloren. Wieder sagen, ja, das hätte er sehen müssen. Das hätte er sehen müssen. So ist das halt. Schach ist halt kein Fußball, hat schon Franz Beckenbauer gesagt. Angeblich ja Lukas Podolski, aber das stimmt, glaube ich, nicht. Ne? Ich glaube, Jan Böhmermann hat ihm das untergeschoben, dass Schach ist wie Fußball, nur ohne Würfel, Zitat. Ja. Macht enormen Druck auf die florentinische Stellung und die florentinische Dame. Ich habe hier einen Scherz vorbereitet. Etienne Gardet. Ich traue mir jetzt nicht zu sagen, Florentin will nicht die Dame verlieren oder so, weil so zu viele Namenswitze, weißt du. Also wir haben Matteo unterschätzt, ne? Oder wir haben Matteo überschätzt? Oder beides eigentlich? Ja, beides natürlich. Aber ich überschätze Florentin eigentlich nicht. Ich weiß, dass er nichts kann. Ist das immer Rochade oder sagst du Rochade? Ich sag Rochade, aber ich kenne auch viele Menschen, die Rochade sagen. Schade, schade, Popade. Sieht er überhaupt selber? Ich sehe überhaupt keine Regung bei Matteo. Nur eine Fratze der Konzentration, ne? Aber Matteo scheint hier jetzt etwas vielleicht auch an sich
zu entdecken. Es würde mich nicht wundern, wenn er zu Hause auch ein bisschen an sich selber rumfummelt, einfach um noch mal selber auf die Suche zu gehen, nach mir selbst. Ja, ja, die eine Hand sieht man ja auch nicht. Ja, die eine Hand sieht man nicht. Ich glaube, da ist viel Selbsterkenntnis jetzt auch im Spiel. Er hat eine Dame, einen Turm, einen Läufer und einen Springer gegen den einsamen schwarzen Turm. Eiskugelmäßig. 9 Punkte Dame, 3 Punkte Springer, 3 Punkte Läufer. Also insgesamt so geschätzt, wir brücken ein bisschen Zeit, um 9+3+3 zu rechnen. 15 Punkte vor der Matteo. Das kannst du mich das nächste Mal auch fragen, weil ich habe eine Taschenrechner-App. Achso, hast du eine App, oder? Ja, ich habe eine App, die kann das ausrechnen. Sehr gut. Was ihr so im Vorfeld gesagt habt, dann hat sich ja doch jetzt ein anderes Bild ergeben. Von wegen, ich habe kaum geschlafen und ich habe seit 2 Wochen nichts gegessen und all diese Geschichten. Und was ist überhaupt Schach? Ich weiß nicht mal, wie man das schreibt. Ist das das mit dem künstlichen Spielgeld? Zugzwang, Großmeister Jan Gustafsson, Kleingärtner Etienne Gade. Jan, was sagt man denn vor so einem Spiel? Also gibt's da so ein Gut Schach oder irgendwie sowas? Gut Holz oder so? Gut. Nee, eigentlich sagt man gar nichts. Man macht einen möglichst laschen Händedruck, bei dem man sozial scheu dem Gegner nicht in die Augen guckt. Also machen wir das. Alles klar, gut. Dann möchte ich dir diesen anbieten, ja. Ich spiele generell ohne Springer, weil als Veganer finde ich es nicht gut, dass man Tiere zu Spielzwecken benutzt. Das finde ich vernünftig. Wie stehst du zu Damen zu Spielzwecken? Absolut. Ich versuche immer, möglichst viele Damen zu kriegen bei einer Schachpartie. Also es gibt die französische Verteidigung, die griechische Eröffnung, den russischen Salat. Irgendwie, es ist alles immer irgendwie so. Berliner Mauer. Ja. Wenn man selber den Springer abtauschen kann, dann muss man ihn nicht unbedingt verteidigen. Man sollte hier das Heft des Handels in die Luft, in die Luft schmeißen, genau. Schön gesagt, Jan. Jetzt steht Matthäus, glaube ich. Matthäus, ich kann echt nicht sprechen. Lothar Matteo. Auch mental ganz stark. Ja. Und alte Stromberg weiß er, wenn nicht mit der Zeit geht, muss mit der Zeit gehen. Also, das ist schon hier eine beeindruckende Vorstellung. Ist Florentin eigentlich hier in den heiligen Rocket Beans Hallen oder ist er zu Hause? Das sieht so aus, als ob er irgendwo im Studio hier sitzt, ehrlich gesagt. Weil bei ihm zu Hause, da müsste ein Wäschekorb irgendwo zu sehen sein. Chat sagt, Jan will ein Autogramm. Absolut, ich bin hier Podcast-UFO-Fan. Seit Tag 73 so ungefähr. Es erinnert wirklich so ein bisschen früher an die Streber in der Schule, die gesagt haben, oh, ich habe überhaupt nicht gelernt oder nach der Mathe-Klausur rausgekommen sind und gesagt haben, oh, das war richtig schlimm. Und dann haben sie natürlich eine 1 geschrieben. Und du hattest immer ein gutes Gefühl, weil du gedacht hast, oh, ich habe Aufgabe 3 und 4 von 7. Das muss doch eigentlich für die 4 reichen. Und dann hat es aber nicht gereicht. So kam. Sprich für dich. Ich war eine Maschine. Aber ich werde auf jeden Fall schön ins Bootcamp gehen und mir bei Chess24 so einen Privattrainer jetzt nehmen für die nächsten 48 Stunden. Sehr gut, sehr gut. Bin teuer, aber das Geld natürlich. Ja, ich weiß, aber das ist gut angelegtes Geld. Außerdem schaue ich mir hier Big Greek Tutorials an. Wie vernichtet man Matteo in 7 Zügen oder sowas? Das ist ein bekanntes YouTube-Programm. Ja. Wie vernichtet man Matteo in 7 Zügen? Es gab schon diverse Situationen, Matteo, wo du hättest Schachmatt stellen können, ungefähr vor 10 Minuten. Aber so nach hinten raus. Florentin, ich muss sagen, also Jan war vor dieser Partie Fan von dir. Jetzt ist er Fan von Bonjoua und Matteo. Das freut mich. Ja. Ich glaube, wir haben dich als Florentin natürlich treu. Nicht als Schachspieler, aber als Gelehrter unserer Zeit. An meiner Seite Jan Gustafsson, Großmeister in Sachen Moderation, aber im Schach auch nicht schlecht. Das stimmt. Ich habe 2 Talente. Blödsinn reden und Schachspielen in der Reihenfolge. Man nicht wegen der Zeit verliert, sondern man kann immer einen Zug machen, kriegt 10 Sekunden extra. Die kann man auch akkumulieren. Also wenn ihr 3 Züge macht, innerhalb von 3 Sekunden habt ihr wieder 27 Sekunden rausgeschunden. Aber im Stichkampf gibt's die da nicht. Wie kommst du auf 27? Wären's nicht 21? Ey, so früh am Morgen rechnen. 10 mal 3, 30 minus die 3 Sekunden. Ja, aber 3 Sekunden pro, also minus. Egal, warum soll ich hier mit einem. Ich glaube, dass du recht hast. Ja, ich glaube auch, dass du recht hast. Ich glaube auch, es ist eine super dumme Idee, mit dir in diesem Gebiet zu streiten. Deshalb legen wir jetzt los. Viel Glück, Sophia, viel Glöße. Normalerweise ist die Faustregel: Springer am Rand bringt Kummer und Schand. Königin, das Garde abgewehrt. Das Garde-Abwehren ist ganz wichtig, nicht nur im Schach. Ja, generell. Eine gute Garde-Abwehr kann ich nur empfehlen. Oh, jetzt kommt hier der Damenschwenk. Spielverlagerung à la Tobi Escher. Jetzt gerade wäre der Platz sogar frei, aber noch steht da mein Läufer. Also wenn der Läufer da weg ist, kannst du es ja probieren. Dann nehmt euch ein Zimmer. Ich werde es probieren. Okay. Es ist mir zu freundlich. In deinem Quake-Match gleich sagst du ihm auch, ah, du versuchst hier immer aus deinem Versteck mich zu erschießen. Das ist ja lustig. Ich sehe da so zufriedene Gesichter bei beiden. Machen wir dann. Ja.
Das kotzt mich am meisten. Da vermisse ich doch das Leiden eines Florentins, muss ich sagen. Ja, ist es wirklich Schach, wenn beide Partien eine gute Zeit haben? Das ist die Frage. Es kann eigentlich nicht sein. Irgendwas stimmt dann an der Partie nicht, wenn nicht einer leidet, oder? Ja, das ist das Schöne am Schach. Mindestens einer ist enttäuscht, häufig beide danach. Kurze Regeldiskussion über Rochade zwischen den beiden. Ach, verdammt, irgendwie. Scheinsicher. Naja, gut. Bisschen Durst bei Maxim löschen. Mit dem größten Wasserglas, was ich je gesehen habe. Was meinst du? Ich sehe das gleich von hier. Aber das übelst du mit dem Bauern. Bei Liebling haben die Kinder geschrumpft mit Spiel. Das ist so annoying. Ja, wenn die beiden da quatschen, können wir auch quatschen. Tupac oder Biggie, was meinst du? Ich bin mehr Biggie, muss ich sagen. Also, es gibt auch viele Lieder von Tupac, die ich sehr feier und so, aber war einfach mehr auf diesem East Coast Sound damals. Bei dir? Ich bin auch Team Biggie, Ready to Die höre ich die ganze Zeit. Ja. Tupac war mir so ein bisschen so, keine Ahnung, von oben herab so zu weise, irgendwie so dieses preachy Ding war nicht ganz so meins. Trotzdem natürlich, California Love feiere ich auch, aber in dem Fall Biggie. Könnte es eine Tschüss-Dame-Situation geben, wenn der Läufer sich hier jetzt bedient. Gibt es Menschen da draußen, die einfach nicht so verbittert sind wie wir oder wo man nicht ist? Aber warum? Die leben doch auch in unserer Welt. Nee, macht's ja auch nicht. Wir brauchen mehr Drama auf dem Spielfeld, ja. Action aktivieren. Action aktivieren. Boom. Was ist Action aktivieren? Ich hab was anderes erwartet eigentlich. Oder so? Das ist irgendwas Russisches. Grundsätzlich ist immer eine gute Idee, jeden zur Party einzuladen, sprich die verbliebenen Figuren, die noch so schüchtern in der Ecke stehen, auch irgendwie teilhaben zu lassen im Spiel. Das ist eigentlich anders als im echten Leben, wo man ja nicht jeden zur Party einlädt, ne? Genau. Gibt es wilde Schachpartys? Ich kann mir das irgendwie nicht so vorstellen. Exzessiv, da wird dann wirklich immer ein Alsterwasser getrunken. Wow. Und, das Fliegen gefressen. Bestimmtes Drücken? Ja, oder, weil bei mir geht er nicht. Also ich ziehe den rüber, aber er will nicht. Sie soll sich konzentrieren, nicht so viel schnattern. Aber es geht immer darum, den gegnerischen König matt zu setzen, den eigenen zu beschützen. Der macht das ja doch ein bisschen Sinn. Sinn macht also wir sehen schon, du hast das Spiel verstanden. Ein bisschen ungewöhnlicher Hintergrund bei dir, Eddie. Ich glaube, wir müssen da einmal kurz drauf eingehen. Ansonsten haben wir viele offene Fragen. Was sehen wir da? Bist du gerade einkaufen und sendest aus der Umkleidekabine? Das ist meine Wohnung einfach. Ich wohne hier. Und das ist mein Zimmer. In dem schlafe ich, esse ich, arbeite ich. Der Rest der Wohnung gehört meiner Frau und den Kindern. Das ist einfach das Showbusiness geeignet, dieser Raum. Ist sehr beeindruckend. Ist ein kleines Wimmelbild. Man hat immer schön viel zu sehen. Was sind das? Alte Socken? Nee, alte Mützen. Wunderschön, steht dir. Und wird dir wahrscheinlich Vorteile verschaffen. Ich war froh, wenn sich die beiden Spieler mal kurz bewegen, da sie so konzentriert sind, dass ich manchmal denke, das Bild sei eingefroren. Ja, Schach ist ein bewegungsarmes Spiel, ne? Also damit kämpfen wir so ein bisschen. Wenn wir behaupten, wir sind Sportler, es zuckt doch wenigstens mal ein bisschen so. Was kannst du uns über die Spieler erzählen? Was macht Antje so den ganzen Tag? Antje schaut wahrscheinlich den ganzen Tag Fernsehen oder Filme oder Serien oder YouTube oder Bewegtbild in irgendeiner Form, da ich sie häufig in diesem Thema eintauchen sehe. Und Etienne macht eigentlich genau das Gleiche. Es ist halt auch so ein Ding, dass Schach ja tatsächlich auch so eine, ich will nicht sagen, so ein elitäres Image hat oder sowas, aber Leute, die Schach spielen, die sind meistens schlau. Kann man das so sagen? Nee, aber das ist natürlich, was wir versuchen zu vermarkten, das ist ein bisschen der Ruf, von dem wir auch leben. Das Schachspieler, das sind schon schlaue Leute. Ja, allerdings auch andersrum. Etienne hat auch schon drüber gesprochen, der Selbsthass, wenn man verliert im Schach, ist natürlich sehr groß. Du kannst ja meistens nur auf dich schieben. Das stimmt, aber da hat Etienne viel Übung drin. Klassische eine Hand auf dem Kopf Denkposition waren hier. Herr Jan sagt jetzt bestimmt, könnt ihr eigentlich mit drei Zügen, ich sehe sie nicht. Genau. Er kann mich lesen wie ein Buch, das habe ich wirklich ungefähr gesagt. Geilen Züge gerade. Ich sehe gerade gar nichts. Oh, ich habe hier diesen Löffel im Kaffee. Ich habe ein bisschen Angst, dass der so Get-Out-mäßig die Hörer hypnotisiert, wenn ich jetzt zu laut trinke. Ich war mir nicht ganz sicher, ob du Zucker rein willst. Deswegen habe ich den Löffel rein prophylaktisch reingelegt. Vielen Dank, vielen Dank. Okay. Kannst du ihn rausnehmen, wenn du keinen Zucker möchtest? Nee. Der bleibt drin. Antje, ja, gehen die Ressourcen aus, ne? Der Haarbauer hier, Harry, ganz alleine, ohne Ron und Hermine, versucht das hier zu reißen. Ich glaube nicht, dass das was wird. Sonst, was machst du so den ganzen Tag? Du bist so Dark Souls oder was sind die Computerspiele bei dir? Hast du vorher recherchiert, ich hab kurz einmal bei YouTube und hast du den ersten üblich drei Minuten.
Okay. Ich freue mich immer mehr, wenn ich auf Zeit gewinne, dann ärgert der Gegner sich noch mehr. Aber Punkt ist Punkt, sagt man. Also ist egal. Guckst du BoJack Horseman? Ja. Es ist immer noch nicht entschieden. Irgendwie. Vielleicht das traurigste Pferd seit BoJack, würde ich sagen. Ja, ganz alleine. Ja, total, das stimmt. Keine Illusion mehr. Ein sehr melancholisches Pferd. Wenn der geschlagen würde, wäre schachmatt. Aber er nimmt das falsche Feld. Ich dachte, du hättest das gerade gezeigt, um einen Fehler zu. Aber er hat es wirklich gemacht. Etienne spielt so ein bisschen mit dem Fußballmannschaft 5 Minuten vor Schluss, wenn sie 2-0 vorne liegt, den Ball ein bisschen hin und her schieben, beziehungsweise die Bauern. Ich würde hauptsächlich aus Sadismus versuchen, all meine Bauern in Damen zu verwandeln, erstmal. Ich mache mir immer Sorgen, weil er sich ja auch nicht bewegt, dass er wieder gefroren sein könnte. Aber ich glaube, das ist einfach nur das Nachdenkgesicht. Den F-Bauern, das merke ich mir. Das macht richtig Sinn, was du da gesagt hast. Nicht, dass die anderen Sachen, die du sagst, keinen Sinn machen, aber das habe ich verstanden. Das ist am wichtigsten. Ansonsten, alle Faustregeln ja schon mal erzählt. Springer am Rand bringt Kummer und Schand. Da arbeite ich auch und kommentiere. Nicht immer so hochklassiges Schach wie das hier, aber heute Nachmittag spielt wieder Magnus Carlsen, der Weltmeister. Also. Es ist eine Mischung aus Verwirrung und Überzeugung bei Etienne, glaube ich. Allgemein oder jetzt? Beides. Antje, wunderschöne weiße Wand, aufgeräumt, clean, klar. Aber bei Etienne im Hintergrund sehen wir genau das Gegenteil. Unaufgeräumt, Chaos, Zerstörung. Es wäre gesagt, Etienne spielt wieder 2 gegen 1, so wie gestern, wo er hier Quake 2 gegen 1 hatte. Heute gegen Antje und sich selber, ne? Ich wollte den einfach nicht machen und das ist jetzt 2-mal oder 3-mal passiert und das nervt mich jetzt. Aber das ist meine Schuld. Ich kann auch niemand anderem die Schuld geben. Das ist das Schlimmste an der ganzen Geschichte. Das ist eh bei Schach, das ist wie beim Tennis. Wenn du einfach Scheiße baust, baust du Scheiße und dann musst du damit leben, dass du Scheiße gebaut hast. Und das komme ich gerade noch nicht mit klar. Das wird man dann jetzt sehen, aber ich habe mir vorgenommen, weniger dumme Fehler zu machen als gestern. Was nicht so schwer sein sollte eigentlich. Ich frage mich, ob der Schrank bei ihm größer geworden ist. Sieht der Schrank irgendwie anders aus heute? Hast du was verändert, Etienne? Hast du dich vielleicht umgezogen und sieht das anders aus jetzt da hinten? Das ist ja Jochens Schrank, Jochens Sachen. Ich habe ein paar Sachen vertickt, ehrlich gesagt, gestern. Wenn wir auch auf den Sack gehen. Oh. Das sind schöne Bilder. Ja, das ist wirklich wunderschön. Ich hoffe, dir hilft das. Besonders bei den Temperaturen sollte das überhaupt kein Problem sein, mit einer Wollmütze zu spielen. Vielen Dank für die kleine Tasse, die ich hier gekriegt habe. Das auch noch. Aber auch einfach eine Tschüss-Turm-Situation. So ein Turm ist 5 Eiskugeln wert bei diesem heißen Wetter. Es wäre gefragt, was mit den Eiskugeln auf sich hat. Das ist meine Art und Weise, im Schach zu zählen. Für den Läufer kann man auch sagen, Springer, Pferd, fürs Pferd. Was gibt's noch? Gibt's noch ausgefallenere Dinge? Nee, eigentlich. Ab und zu denke ich mir Wörter aus, weil es ein bisschen langweilig wird. Aber eigentlich sagt man schon Läufer und Springer. Du bist noch da, ne? Springer, Turm und Bauern weggenommen. Das ist schon viel. Ja, aber nachrechnen. Wie nennt man das im Schach? Killstreak, oder? Das nennt man im Schach, ist Killstreak der Fachbegriff. Ja. Genau. Die lässt sich schon eine Weile nicht mehr blicken. Ne? Wir haben die Skala schon gesprengt hier. Es geht nur bis -5 oder so. Und ich habe eben ausgerechnet, es sind schon so -9. Ja, der weiße Balken hat gesagt, ich mache Mittag, das ist nichts mehr. Es wäre gefragt, wie viel Eiskugeln der König wert ist. Ja. Unendlich viele Eiskugeln, weil wenn der König matt gesetzt wird, so nennen wir das, dann ist die Partie vorbei. Jetzt wieder alles offen. Genau, das war ein Bosskill, nennt man das, glaube ich, auch. So nennt man das. Bei der Dame. Queenkill. Naja, ist ja nichts verloren. Ja, nur die Dame, ne? Ja. Es gibt sich auch immer die Waage. Mal ein kleiner Aussetzer, dann wieder ein kleiner Genius-Move. Immer abwechselnd. Naja, Genius-Move. Würde ich sagen, er nimmt halt mit, was er kriegen kann. Und Varion, ja, hat da noch ein bisschen ein Problem mit der Board-Vision, dass der Läufer halt so weit hier übers Feld rennen kann. Ja, die Board-Vision, die muss noch. Gute alte Board-Vision. hat er aber nicht gemacht. Er hat den Läufer rausgezogen und der Springer wird geschlagen. Ja, ich glaube, das war ein Versehen, wie ich Eddie gerade deute. Die grünen Pfeile sind immer, was die Spieler auf dem Brett machen. Die blauen Pfeile sind meine weisen, weisen Gedanken. Die nächste Tschüss-Dame-Situation. Hast du das Etienne auch mal gesagt? Habe ich ihm gesagt. Ich habe ihm auch gesagt, er soll nicht früh die Dame rausziehen. Du siehst, wie viel er gibt auf meine Ratschläge. Wenn er jetzt den Bauern nach D5 spielen würde, das wäre die sogenannte französische Verteidigung. Selbstverständlich. Er könnte ihn jetzt vorziehen, Raum gewinnen. Die sogenannte Vorstoßvariante wäre das. Nicht schmutziges. Oder er könnte hier tauschen. E schlägt D5. Das ist die sogenannte Französisch-Abtauschvariante. Ja, klar. Wie nennt man das, wenn sich zwei Bauern gegenüberstehen und blocken? Gibt's einen Namen? Nennt sich so Widder-Position. Ich glaube, weil die so aussehen wie zwei Widder, die so die Hörner irgendwie gegeneinander hauen. Okay, manchmal weiß ich nicht genau, ob du mich. Vielleicht wieder ein bisschen die Angst vor so Abtäusche. Wen bevorteilt das dann am Ende? Genau. Weil hier wäre es zum schwarzen Gunsten gewesen. Nennt man im Schachjargon das scheue Pferd. Das nennt man das Scheuerpferd, ganz genau. Und er bereitet damit auch die sogenannte lange Rochade vor.
lange Zunge auch genannt in der Fachsprache, womit der König hier hingehen würde, der Turm würde drüber springen. Diese mentale Hürde. Jan würde jetzt sagen, ja, kann man ruhig machen, dann hat man ja ein paar Figuren noch mehr und dann kann man auch noch gucken, wie sich das entwickelt. Wie täuschend echt er meine Stimme imitieren kann. Ich dachte, ich höre mich selber. Und du hättest natürlich auch nicht nehmen müssen. Hab aber jetzt echt schon sehr, sehr viel Varion-Sketche die letzten Tage mir angeguckt. Sehr witzig. Du hast Humor, oder was? Ich nicht, aber ja. Hast deshalb mittels Bauernfrühstück den Rückzug antreten. Einfach Sprengstich B5. Fast ein Massensterben. Das sieht man nicht gerne. Unsere Lieblings-Game-Show. Tauscht er oder tauscht er nicht hier auf D6? Nein, das ist wie bei so einem Champions-League-Spiel nach 120 Minuten, wenn plötzlich alle mit Krämpfen auf dem Boden liegen. So sieht es bei Etienne gerade im Gehirn aus. Absolut. Du hast nicht gesehen, in welcher Hand ich welchen Bauern habe? Nein, ansonsten gucke ich auch noch mal kurz weg, weil dann habe ich es eh vergessen. Wir sind immer noch hier, sitzen, kommentieren für euch. Jan wird auch nicht von der Seite weichen. Der Mann, der eine Elo hat, die höher ist als mein Gehalt wahrscheinlich. Ich sehe, du massierst dein Forehead sehr massiv, oder? Was ist da los? Das ist die eine Hand, die du siehst. Also beide Hände massieren gerade. Alle Schach ist Hochleistungssport, so drei Partien in Folge, da muss man schon sowas von fit sein. Sprenger nach B5, guter Zug. War das gerade ernst gemeint? Wer weiß. Etienne steht jetzt wieder ganz vernünftig, hat die sogenannte große Badewanne. Aber man sieht auch so auf den ersten Blick, dass die Badewanne von Varion ein Loch hat. Ja, die Badewanne ist undicht. Der Gewinner dieser Partie trifft auf einen Etienne Gardet. Keine Ahnung, klingt nach einem coolen Typen, aber muss man sehen, wie das dann wird. Und Matteo rochiert lang. Die lange Zunge, habe ich gestern Dennis erzählt, hast, ich weiß nicht, ob es stimmt. Lange Rochade. Der König lässt den Turm über sich springen. Du meinst, du weißt nicht, ob das stimmt, ob das lange Zunge heißt, hast du einfach ausgedacht oder was? Ja. Und wenn du denkst, bam, Dame weg, dann sagst du, bam, Dame weg, aber Schachmatt. Oh, ist das gut. Du bist ja richtig gemein. Ja, aber nicht passiert, in Warnung. Er hat den mächtigen Springer weggeschlagen. Das wäre so mies, da würde ich dich hassen, wenn du das machst. Sei hier ein bisschen überlegen schön mit muss. Der Dame rauslocken. Wer würde nicht die Dame schlagen? Jeder normale Mensch. Und ich sage du ganz bewusst, dass du nicht normal bist. Dankeschön. Mann, das sieht so einfach aus, wenn du so logisch und nachvollziehbar, wenn du das kommentierst, wenn man selber spielt, ist es doch nicht zu fassen. Gib mir jetzt mal ein Stück von deiner Intelligenz. Das macht mich richtig. Spiel mal vernünftig. Ich sag 80.000 Mal pro Sendung vernünftig. Wir sollten ein Trinkspiel machen. Jedes Mal, wenn ich vernünftig sag, kurz. Befürchte es fast. Wenn du eine Minute spielst, kannst pro Stunde, keine Ahnung, 30, 40 Partien spielen. Okay, wie viele Stunden, Zeit. Glaubst du, hast du in deinem Leben mit Schach verbracht? Jetzt machen wir nicht traurig hier. Attackiert diesen Turm. Also bisher spielen beide vernünftig. Damals wäre Dante meinte, er war motiviert von Matthäus Aura so ein bisschen. Ehrlich? Ich glaube, aber Matteo gesagt. Macht doch gar nichts. Nee, vielleicht deshalb. Naja. Und ich habe ein bisschen was in der Hose jetzt. Sehr gut. Ja. Schön gesagt. Also das Ziel immer als Halbfinalisten sein, den anderen zum Einkoden zu bringen. Die Uhr läuft auch schon. Bau nach E4, Bau nach D5. Die sogenannte skandinavische Verteidigung. Ihr müsst auch allem einen Namen geben. Absolut ordentlich. Bring die Figuren raus. Kurze Zunge. Was ist das für ein Quatsch? Er macht mir wirklich Angst. Also das ist hier kein Tiefstapeln oder so, sondern er hat genau diese zwei Stärken, die meine Schwächen sind. Dass er sehr schnell zieht. Schnell und gut spielen. Was hättest du an Matteos Stelle gemacht? Ich hätte auch geflucht und dann wahrscheinlich schweren Herzens hier weggeschlagen. Aber es gibt halt keine gute Lösung. Ich krieg, ganz ehrlich, ich krieg immer so einen kleinen Rush, wenn du so drei Züge im Voraus da anzeigst. Da krieg ich immer so ein kleines Kribbeln. Aber er spielt's anders. Ich sollte auch mal aufhören hier. Fabian hat mir völlig zu Recht gesagt, ich soll nicht die ganze Zeit gegen mich selber spielen hier. Du wirkst frustrieren. Es war, warum? Weil Matteo so gut ist, weil Schach so schwierig ist oder beides? Dreimal Schach ist win, by the way, ne? Nein, das stimmt nicht. Man muss matt setzen. Selbst tausendmal Schach ist kein Win. Ich habe gerade auch wieder kurz Herzrasen gekriegt. Was? Dreimal Schach ist win? Das habe ich gerade zum ersten Mal. Matteo ist auch schlau. Spielt Bau nach B5. Er merkt, er muss diesen Springer vertreiben von der Verteidigung dieses Feldes. Ich entschuldige mich dafür, wenn man Turm da. Ich habe gerade Fabian Döhler im Wohnzimmer sitzen, der Gino Cyberpunk zeigt. Maxim hat das alles im Griff. Hat allgemein. Kann eigentlich gar nicht gespielt. Darüber. Das ist eine Schranke. Nicht Laserschranke. Sogenannte Turmschranke.
Bau nach C5 hier. Kommst du also Desperado. Die Psychoschiene. Ich weiß nicht, ob ich dir bei diesen Begrifflichkeiten noch glauben kann. Die Mathematik ist auf meiner Seite. Meistens stimmen sie auch nicht. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Turm sperrt den König ab oder irgendwas Langweiliges. Dazu mal fragen, aber vorher noch einmal ganz kurz das Reglement erklären, damit auch jeder genau weiß, wie das hier funktioniert. Denn ganz so einfach ist das nicht, ne, oder Jan? Naja, so schwer auch nicht. Sehen wir Matteo in seinem klinisch weißen Nachdenkraum, um bloß nicht abgelenkt zu werden. Der Mann, der Matt schon im Namen hat, gefolgt von einem siegessicheren Eo. Gutes Niveau. Und kaum sage ich's, ich bin auch eine Jinx. Kommt Springer nach E5, damit lässt er seine Dame ungedeckt. Wem drückst du die Daumen? Sind wir unparteiisch oder ist hier Etienne der hauseigene Mann? Bist du für den? Wie stehst du da? Ich kenne Etienne einfach schon sehr, sehr lange, deswegen bin ich natürlich für den Herrn. Matteo, achso. Er sieht so wach aus heute, ich bin das nicht gewohnt. Ich kenne ihn nur um 12 Uhr morgens. Das ist ein ganz anderer Mensch. Ja, total. Er explodiert vor Euphorie. Das Schach wäre nicht möglich gewesen, wenn der Bauer noch hier auf F2 gestanden hätte. Ah, schau mal, schon direkt machen die Worte, die du sagst, 5 Sekunden später Sinn. Jan Delay nennt man mich auch. Ja. Man merkt ihm einfach da die größere Erfahrung an. Wie sieht's punktetechnisch aus? Hast du das irgendwo stehen? So eiskugelmäßig. Ja, eiskugel. Wir können mal durchzählen. Und leckere Eiskugeln. So. Ja. Walnuss oder so. Ja. Magst du nicht? Ja. Was bist du für ein Eistyp? Alles außer Walnuss. Okay, Haselnuss. Hm. Gibt's eigentlich einen Profischach-Schummelversuche? In irgendeiner Form, oh, meine Dame ist wieder da. Der hat beim Turnier als unbekannter Spieler ein paar Großmeister besiegt und war schon ein bisschen verdächtig, hat irgendwie so lange Haare und sah komisch aus. Ja, irgendwann klar, dachte er hier. Nein, aber man hat den Eindruck, er versteckt irgendwas da drin. Ach so. Ich stelle mir einfach nur gerade vor, wie es bei Etienne so in seinem kleinen Kabuff duften möge zwischen den 60 Paar Schuhen. Jetzt aber wenn mal so ein richtig schöner Großmeister so einen Fehler macht, raunen denn auch die Zuschauer oder sowas bei so einem öffentlichen Turnier? Gibt's das? Die merken das gar nicht. Mengen bei die Zuschauermengen im Schach, wenn das wieder im Olympiastadion ist. Also kurze Laola-Pause und sagen, hier, Läufer schlägt Dame. Beide Seiten bringen ihre Springer in die Mitte, kämpfen ums Zentrum. Ist das die russische gewesen oder die französische Eröffnung? Das hier ist jetzt das Londoner System. Ach so, ja, sorry. Das ist das alte Londoner System. Meine ich doch. Howard Staunton hat sich daraus gedacht, im fernen London. Klar. Sieht er es oder sieht er es nicht? Die neue Show. Ja. Nachfolgeformat von Tauscht er oder tauscht er nicht? Also Etienne zeigt neue Versionen auf, wie man Rochaden falsch machen kann. Tatsächlich ist mit der Dame, fahren wir jetzt auch neu. Ist Etienne der Charlie Lonois zu seinem Mental Matteo? Dame nach B1, die kann vom Läufer geschlagen werden. Genau, und sogenannter Catfight. Das wäre das Comeback. Der Bauer zieht 2 vor und ich kann ihn schlagen, so tun, als hätte er nur einen vorgezogen, einem Zug. Also wenn wir es abschaffen würden, wäre es strategisch ganz anders. Weil Spiel, hätte ich gesagt, ein Bug. Ja, aber nee, it's a feature. Schwer, die Übersicht zu behalten bei so vielen Figuren in der Mitte. Sogenannte Moshpit. Ist auch ein paar Fachausdrücke gelernt. Moshpit. Nennt man noch so. Ja. Ja, ab und zu zwinkert er, ne? So. Das bildest du dir ein. Soll einer sagen, Schach hätte kein Bewegungselement. Aber ganz ehrlich, das ist für mich die konfuseste Schachpartie. So viele Figuren in der Mitte, in alle Richtungen wird geprügelt hier. Das ist einfach nur eine Riesenmassenschlägerei. Das war's. Ja, ich traue dem Computerbalken nicht so. Der ist so unentschlossen wie meine Freunde. Das kam nicht dann nach Dame schlicht C3. Andersrum hätte Matteo diesen Läufer rausschlagen können. Oh, ich bin so also dumm, da gab es ein bisschen. Es ist so, wenn dir einer aufrechnet, was für Chancen du im Leben hast liegen lassen. So. Und da hättest du übrigens hättest sie einfach nur ansprechen müssen. Sie hätte ja gesagt. Und mit diesen Worten verabschieden wir uns für euch. Vielen Dank fürs Zuschauen und vielen Dank an die Spieler für die Teilnahme. Herzlichen Dank an dich und alle Beteiligten. Das war Zugzwang, unser großartiges Schachturnier. Bis zum nächsten Mal.